Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, so schnell geht es und schon haben wir den 14. Dezember. Ja, und ich beginne wie immer mit dem Adventskalender von IKEA. Und das Türchen Nummer 14 haben wir hier. Und ich mache es direkt gleich auf. Und hier heute haben wir eine Bastelanleitung. Und die Schokolade hat heute einen roten Streifen. Und hat wieder eine dunkle Creme drin. Und die schmeckt auch wieder richtig lecker. Hat auch wieder so ein bisschen so einen Karamellgeschmack. Und steht auf Karamell. Kurz, den Rotbäckchen habe ich den Sonnenkraft. Ja, und wir schauen, was hier beim Adventskalender heute los ist. Na? Dein Stern geht auf. Man nehme 9 Butterbrottüten aus Papier, etwas weiße Pappe, Kleber, Schere und ein Teppichmesser. Mehr braucht es nicht für einen schönen und vor allem schön einfachen weißen Weihnachtsstern. Ja, dazu habe ich schon Anleitungen im Internet gesehen. Und dann klebt man diese Tüten einfach immer nur aufeinander, genau mit so einem T. Und dann schneidet man oben einmal eine Ecke oder ja, man kann auch noch Muster reinschneiden, aber man schneidet auf jeden Fall oben eine Ecke. Ich weiß nicht, warum die hier noch eine Pappe dazwischen kleben, vielleicht zur Verstärkung. Normal klebt man die nur aneinander und schon hat man es, aber mit einer Pappe in der Mitte da nochmal, finde ich gar keine schlechte Idee. Weil dann hat es vielleicht noch ein bisschen mehr Stabilität, vor allem wenn man da ja auch das Loch durchmacht, wo man es dann aufhängt. Ja, die sind easy gemacht und trotzdem schön. Also habe ich echt schöne Sachen zugesehen. Ja, der kann schon wieder an die Seite. Und heute öffne ich zuerst das Päckchen von Manuela. Und hier sind entweder mehrere Dinger drin. Ich glaube aber, das ist eine Packung. Und da ist irgendwas, keine Ahnung. Das ist nochmal eingepackt, deswegen kann ich das auch echt nicht erraten. Es hat auch eine ganz merkwürdige Form. Hier ist es wie so ein, wie soll ich das beschreiben? Ich kann es gar nicht beschreiben. Also es ist auf irgendeiner Pappe und dann ist da irgendwas nochmal in so Plastik eingepackt. Aber wir gucken nach. Vorher fühle ich aber nochmal hier. Oh je, und hier ist irgendwas Weicheres drin. Das hier fühlt sich ein bisschen an, könnte vielleicht eine Art Radiergummi oder so sein. Ein Stift ist aber nicht drin. Also da komme ich nicht drauf. Da sind anscheinend auch mehrere Sachen drin. Und könnten vielleicht auch so Stoffbroschüre sein oder so, weil es sich so ein bisschen stoffmäßig anfühlt. Ich habe keine Ahnung. Okay, aber Manuela heute zuerst. Cool, ja. Und zwar haben wir hier wieder Klebebänder. Und zwar haben wir hier einmal durchsichtiges. Und hier haben wir zwei mit Muster. Einmal eins mit Happy Birthday und einmal eins mit Sternchen. Ja, cool. Sowas kann man auf jeden Fall gut gebrauchen und eben mal schnell irgendwo draufgeklebt. Ja, und doppelseitiges Klebeband braucht man sowieso immer und vor allem jetzt in der Zeit, weil ich habe meine Action-Klebebänder, diese Rollen, diese doppelseitigen Klebebänder, die habe ich ja im Vorrat mal gekauft und habe die heute, wollte ich ein Geschenk einpacken. Ich habe, ja, wollte halt einfach ein Geschenk einpacken und dann wollte ich das benutzen, um das Geschenk eben so einzupacken, dass man außen den Tesafilm nicht sieht. Und das klebt nicht mehr. Das war die erste Rolle, die war offen. Die habe ich eine Weile abgerollt, dann klebte es wieder, abgemacht und das Stück dann verwendet. Hat aber nicht gehalten. Und dann habe ich gedacht, scheißegal, schmeiß weg, so teuer sind die Dinger nicht.
habe eine neue Packung aufgemacht und hatte genau das gleiche. Also den Kram kaufe ich nicht mehr. Action, gut und schön, die Sachen sind günstig, aber wenn die dann ja nach kurzer Zeit austrocknen, wobei ich habe die schon relativ lange, bei meinen ersten Action-Besuchen, da habe ich die mal gekauft, also schon eine Weile her, aber wenn die so wie dieses hier luftdicht verpackt sind, dann darf das nicht passieren. Also wenn es so passiert, okay, aber wenn es so verpackt ist, dann darf das nicht passieren, dass es austrocknet, finde ich. Ja, mal am Rande. So, wir machen weiter mit Muskfruchteis und wie gesagt, ich kann es nicht erraten, was hier drin ist, deswegen versuche ich es auch gar nicht weiter. Und reiß direkt auf. Aha, seht ihr, hier ist ein Säckchen drin, also Stoff war schon mal nicht so schlecht. Und da der doppelt gelegt war, hier ist, ach cool, hier ist ein Fruchtsnack drin. Ah, das finde ich ja mal geil. Das ist auch so eine Idee, hätte ich in deinem Kalender auch mal kommen können. Ja, und die muss ich direkt mal probieren. Softfrüchtchen aus Apfelbasis. Ohne Zuckerzusatz und vegan. 100% Frucht. Das gefällt mir. So. Und dann gucken wir mal, wie die aussehen. Die sehen aus wie solche Streifen. Boah. Krass, sind die süß. Da ist kein Zucker drin. Enthält von Natur aus Zucker aus Früchten. Fruchtzucker. Und die schmecken echt ein bisschen wie. Na hier. Also von der Konsistenz sind sie wie Gummibärchen so ein bisschen. Schmecken aber komplett anders. Also die schmecken wirklich nach Frucht. Wobei ich sagen muss, ich schmecke mehr den Apfel als die Himbeere raus. Aber ist ja wurscht, egal. Ja, echt lecker, krass. Ich glaube, die gibt es bei DM, ne? Ja, die werde ich mir jetzt öfter mal holen. Hast mich auch was gebracht jetzt. Danke. Ja, richtig lecker. Und diese Säcke sind auch immer wunderschön. Ich freue mich immer, wenn ich sowas bekomme, weil ich liebe das, damit noch ein Geschenkchen zu verpacken. Ich finde, das macht das immer voll edel. Ja. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Echt coole Sachen, die ich gut gebrauchen kann. Und wie gesagt, das ist mega lecker. Ich glaube, die mampfe ich gleich auf. Oder auch nicht. Ach, die haben auch nicht mal viel Kalorien. Guck mal. Aber viele Kohlenhydrate. Wenig Eiweiß. Aber zum Frühstück ist das überhaupt kein Problem. Super. Ja. Danke fürs Frühstück. Ich glaube, du musst mal raus, ne?